Hairspray ledet. So, weiter geht's. Um unsere Problemstellen hier unten rechts und links am Frontscheibenrahmen zu lösen, muss das Armaturenbrett raus, damit wir da vernünftig rankommen. Dort kommt zuerst jetzt die Mittelkonsole weg. Wichtig, wenn man hier jetzt so rumbastelt, vor allen Dingen dann am Kombi-Instrument. Sieht hier ein bisschen verbastelt aus, bei euch etwas anders. Batterie abklemmen. Ganz wichtig, sonst nimmt das KI-Schaden oder ihr verursacht einen Kurzschluss. Bei den 1700ern ist die Mittelkonsole hier rechts und links mit einer Kreuzschlitzschraube am Armaturenbrett festgemacht und hier unten in der Mitte nochmal an der Verkleidung vom Mitteltunnel die drei Schrauben lösen. Eventuell, je nach Ausführung, muss man noch hier an der Seite eine Verschraubung lösen, die das Ablagebrett unterm Handschuhfach mit der Mittelkonsole verbindet. So, Schrauben sind gelöst. Das ist jetzt hier oben festgeklippt. Das sind also hier Krallen dran, die sich hier dahinter festhaken. Da muss man da hier ein bisschen drücken und ein bisschen schauen, dass man hier mit den Hebeln zurechtkommt. Bei mir geht es jetzt sehr leicht, weil das in den vielen Jahren schon mehrmals ausgebaut wurde. Ärgerlich wäre es bloß, wenn hier oben die Nasen abbrechen. So. So, die Hebel kann man eigentlich abziehen. Bei mir sitzen sie recht schraff. Kann man also auch so durchfädeln. Jetzt gilt es halt zu schauen, was hinten an Kabeln dranhängt. Dass man das alles absteckt. Wer es nicht auswendig weiß, sich markiert. Und dann die Einheit wegnimmt. Als nächstes die Hebel von der Heizungseinstellung bei den 1,7ern am Armaturenbrett festgemacht, bei den 1600ern an der Querstrebe hier unten drunter. Also ich muss es losschrauben. Das Teil hier oben, das sehe ich nicht mehr richtig fest, kann dranbleiben. So, für die nächste Sache muss ich euch mal ein Stück ranholen. Also wie gesagt, hier an dieser endlosen Bastelbude ist alles ein bisschen anders. Es gilt jetzt weiterhin hier unten rechts und damit auch auf der anderen Seite links die Schraube zu lösen. Und dann sind vier Muttern, jeweils hier oben im Handschuhfach, zwei, das ist 10er Nuss. Und dann auch hier hinterm Kombi-Instrument, ist jetzt ein bisschen wenig Licht, ist einmal hier, wo die Heizung mit festgemacht ist und hier drüben. Also hier in dem oberen Bereich sind vier solche Muttern festgemacht und dann kann man das Armaturenbrett auch schon rausnehmen. So, da also das Elend. Hier sieht man nochmal die Befestigungspunkte für das Armaturenbrett. Hier rechts die zwei, links dasselbe. Und hier jetzt das Drama. Geht hier ganz schön weit runter. Vor allen Dingen auch hier an dem Befestigungspunkt. Hier ist halt so eine Verstärkungskante mit allerhand Kit drauf. Kann das Wasser, was hier draußen durch die Abflussöffnung nicht geschafft hat, sicher schön stauen und hat das dann hier über die Jahre zu fressen. Vielleicht auch ein bisschen von innen nach außen, wobei hier scheinbar irgend so ein Mittelchen dran lebt. Also hier wird es ein größerer Ausschnitt. Und da drüben ist es ähnlich. Das ist eigentlich genauso schlimm. Die Falz ist weg. Und hier ist auch schon ein Loch drin. Das also jetzt vielleicht noch ein bisschen freiräumen. Hier ist der eigentliche Ablauf für die Frontscheibenentwässerung. Ja, hätte man vielleicht mal frei blasen sollen. Oder ist auch frei und es ist halt einfach anderweitig durchgerostet. Auf der Fahrerseite drüben bin ich soweit fertig. Da hatte ich allerdings nicht so ein ausgeformtes Reparaturblech wie hier. Das ist von einer Heckklappe mal. Die Kontur stimmt in etwa. Wir kommen hier ganz gut um die Kurve rum. Ich sehe aber gerade, bevor ich jetzt hier außen das anpasse, sollte ich wohl besser die innere Spritzwand erstmal machen, weil ich sonst hier dann noch schlechter rankomme, als das so schon ist. So, hier dahinter ist jetzt wieder ordentlich Blech.
Und hier habe ich mal mit dem Edding ein bisschen Farbe angebracht, damit ich die Linie hier besser sehe. Und das zeichne ich mir mal an. Was noch weg kann. Und das schneide ich jetzt aus, dann wird das hier stumpf verschweißt. Ich musste ein bisschen hier einschneiden, weil das ja hier doch so ein bisschen schon nach innen kommt, was ja an der Heckscheibe nicht ist. Der grüne Niva hier, da habe ich allerhand Videomaterial, keine Ahnung, wenn ich das mal zeigen soll, war leider in dem Bereich genauso schlecht, beziehungsweise war auch schon knusprig, dass ich das rausschneiden nicht gelohnt hatte, aber so habe ich wenigstens die Kontur ganz grob. Man hätte natürlich auch ein normales Blech zweimal kanten können und dann hier mit einschneiden, beziehungsweise hätte man hier auch einschneiden müssen, so ein bisschen die Rundung vorgeben. So habe ich es drüben machen müssen, in dem Bereich ein bisschen gestreckt, habe ich so ein Handgerät und innen eingeschnitten, weil da macht sich das Stauchen schlecht. Dann ist es geworden, nicht schön, aber selten. Hier wird es vielleicht ein Hauch besser, immer noch gefuscht und schnell dahin repariert. Die Farbe auf den Türen ist schon trocken und ich denke, die wird das dann ganz gut dort überdecken. Ich habe mich dafür entschieden, experimentell mal hier mit Brandocorux 3-in-1 das ganze Auto zu lackieren. Kommt mich preislich nicht wirklich teurer als ein normaler, günstiger Lack. Und da ist die Qualität der Verarbeitung nicht ganz so dramatisch. Das ist eher ein grober Lack, der aber hoffentlich robust ist und hier lange Zeit Ruhe lässt. Hier ist schon die Verstärkungsrippe, die hier die A-Säule verstärkt und die unten reingeht. Hier muss ich das letzte Stück also vorsichtig mit der dünnen Scheibe abtrennen. Nach gefühlt endlos langer Zeit sind jetzt diese Schweiß- und Flex-Geschichten fertig. Also hier Fahrerseite ein bisschen eingepasst. In der Mitte war ein Stück arg dünnes Blech und dann hier die Beifahrerseite. Ebenfalls, da oben ist schon ein bisschen Spachtelmasse dran. Da ist noch allerhand Rost unter scheinbar intaktem Lack. Und da ist auch noch ein bisschen was zu schleifen. Also es gibt noch genug zu tun, bevor hier der Frontscheibenrahmen so in etwa als restauriert durchgehen kann. Die Ecken sind ja so schon ganz gut geworden und vorbereitet, aber hier einmal quer rüber, Dachhaut, Frontscheibenrahmen, hat sich hier unterm Lack jedoch einiges an Rost versteckt. Man sieht ja ungefähr, wie hier, wo die Scheibendichtung gesessen hat und ganz vermutlich hier auch so ein bisschen dann immer den Lack angeschuppert hat, sodass hier Rost entstehen könnte, denn er kommt nicht zwingend von hier in. Hier werde ich schon mal was tun müssen. Es sind so ein paar Stellen, die schon ein bisschen porig sind und das ist ja teilweise schon glatt und blendet jetzt ein bisschen. Hier habe ich schon mal chemischen Entroster probiert, mehr so experimentell. Das geht natürlich dort, wo nur Flugrost aufliegt, wunderbar, aber da, wo es ein bisschen mehr ist, wird es schwierig. Werde ich mal mein Glück hier mit so einer Kreislauf-Sandstrahlpistole versuchen. Einer von den Vorsätzen, sind noch mehr dazu, wird das schon funktionieren, dass ich also hier an der Kante ansetzen kann und dann hier den Sandsturm in der Halle so ein bisschen versuche im Zaum zu halten, indem das dann zurückprallt und hier im Sack landet. Das wird trotzdem allerhand Dreck machen, deswegen bleibt die Kamera aus, die hat schon genug gelitten.